Sophie Amundsen stand auf dem Klemm.
versuchte, dem Spiegelbild mit einer blitzschnellen Bewegung zuvorzukommen. Aber die andere war genauso schnell. Wer bist du? Fragte Sophie. Auch jetzt bekam sie keine Antwort, aber für einen kurzen Moment wusste sie einfach nicht, ob sie oder ihr Spiegelbild diese Frage gestellt hatte. Sophie drückte den Zeigefinger auf die Nase im Spiegel und sagte, du bist ich. Als sie keine Antwort bekam, stellte sie sich den Satz auf den Kopf. Fahren müssen Männer mit Belten rum. Alle, die mit uns auf Kaperfahrt fahren, müssen Männer mit Belten rum. Jan und Rien und Klaus und Pitt, die haben Belte, die haben Belte. Jan und Hein und Klaus und Pitt, die haben Belte, die fahren mit. Teufel nicht fürchten müssen Männer mit Belten sein. Alle, die Tod und Teufel nicht fürchten müssen Männer mit Belten sein. Jan und Hein und Klaus und Pitt, die haben Belte, die haben Belte. Jan und Hein und Klaus und Pitt, die haben Belte, die fahren mit. Alle, die mit uns das Walross schlachten, müssen Männer mit Belten sein. Alle, die mit uns das Walross schlachten, müssen Männer mit Belten sein. Jan und Hein und Klaus und Pitt, die haben Belte, die haben Belte. Jan und Hein und Klaus und Pitt, die haben Belte, die fahren mit. Alle, die mit uns im Meer versaufen, müssen Männer mit Belten sein. Alle, die mit uns im Meer versaufen, müssen Männer mit Belten sein. Jan und Hein und Klaus und Pitt, die haben Belte, die haben Belte. Jan und Hein und Klaus und Pitt, die haben Belte, die fahren mit. Alle, die mit uns zur Hölle fahren, müssen Männer mit Belten sein. Alle, die mit uns zur Hölle fahren, müssen Männer mit Belten sein. Jan und Hein und Klaus und Pitt, die haben Belte, die haben Belte. Jan und Hein und Klaus und Pitt.